Und damit herzlich willkommen zur Folge 7 von Dark Souls. Leute, hallöchen. Ein kleiner Freudensprung zu Beginn der Folge, denn ich habe richtig Bock. Leute, ich würde sagen, wir gucken mal hoch zu den Drachen, was bei dem eigentlich abgeht. Wie war denn das? Da? Guckst du? Oh ja. Okay. Ist ja der perfekte Farmenspot, oder? Okay, hier bin ich sicher, Leute. Und die Frage ist, wir lunzen mal kurz, guckt mal da hinten. Naja, da sieht man doch auch schon das schöne Bonfire. Und irgendwas sagt mir, wenn du jetzt da lang gehst, kann ich doch bestimmt mal hier reinlunzen, oder? Alter. Ging. Ja. Oh shit. Vielleicht solltest du erstmal das Bonfire aktivieren. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Hast du mal? Okay, ja, das sind die Jungs jetzt natürlich wieder da. Ich würde ja schon gerne die Items haben. Und das? Hä? Ist der weg oder was? Wie ist denn das jetzt passiert, Leute? Gut, jetzt habe ich natürlich hier... Okay, lass die da hinten erstmal kurz ausprügeln. Hallöchen. Mit euch eigentlich los? Wow. Er trifft mich von dort. Ich drehe sie durch. Was für ein Schwein. Glaub's ja nicht. Okay, hier ist ein Hebel, Leute. Geht's denn hier hin? Warte mal. Ah, Leute. Das ist da, wo das Riesenschwein war, Leute. Das ist ja genial. Hammer. Mal, habt ihr euch dann mal ausgekäst, Leute? Wie ist denn das? Ja, schießt du nur, Alter. Aber wo ist der Drache jetzt hin, Leute? Also so habe ich mir das ja nur wirklich nie vorgestellt. Claymore. Wer? Fehler, namenloser Held. Das ist echt eigenartig. Das ist überraschend jetzt, wenn ich ehrlich bin. Her? Ja. Ein bisschen lunzen hier. Irgendjemand läuft hier. Her, der Drache ist jetzt weg. Nur wo ist der jetzt, Leute? Keine Ahnung. Okay, erstmal eins nach dem anderen am besten. Und irgendwie wollen die Untoten mir hier nichts. Anscheinend. Ich weiß nicht, aber ich habe Angst, dass ihr mir einen Rücken fallt, Leute. Deswegen müsst ihr leider weichen. Im
mir auch wirklich leid jetzt, aber ganz ehrlich. Mit euch habe ich eh noch eine Rechnung offen. Nachdem ihr mich da bei dem Gargoyle so genervt habt. Okay, ja. Irgendwas geht doch hier, oder? Leute. Aber was? Hier so ein Punkt, wo man eine Geste machen kann. Vorwärts. Okay. Ja. Probier jetzt mal alles aus, Leute. Raise the sun. Okay. Ach, komm wieder her. Okay. Mach, ich zieh das jetzt durch, Leute. Mein, wieso ist dieser Platz hier? Gut. Das ist natürlich schon auch ein bisschen albern. Okay, mehr habe ich ja nie, ne? Okay, ja. Okay, ja. Kannst du hier noch irgendwo runter oder so? Schlag mal dagegen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas geht, Leute. Aber ich weiß halt nie was. Das ist das Problem. Vielleicht soll es halt wirklich einfach nur ein Shortcut sein. Hier, die kleine Tür, da kommen wir ja auch nicht durch. Okay, ja. Ja, spannend, ehrlich gesagt. Sehr, sehr spannend. Ich meine, in diesem Spiel ist ja eigentlich nie etwas ohne Grund, wenn ihr mich fragt. Hier. Gut, gut. Dann gehe ich jetzt den anderen Weg nochmal. Ich meine, so richtig gefeitet habe ich jetzt gegen den Drachen natürlich nie, ne? Weil er ja eigentlich sofort abgehauen ist, wenn man es mal ganz genau sieht. Okay. Was sind die Jungs? Und hier geht auch nichts, oder wie? Hier so, in der schönen Ecke. Vielleicht nochmal dahinter gehen. Okay. Steil hier, ist doch bestimmt Armschutzbögen. Armschutzbögen, da ist es wieder. Armbrustbogen. Oh Gott. Der Silberritter ist wieder da. Okay, wir brauchen Platz zum Tanzen. Und ich gebe mir jetzt die Armschutzbögen. Die Armschutz, da war es schon wieder. Armschutzbögen. Okay. Shitty. Okay, das war knapp, würde ich sagen. War sogar richtig knapp. Okay, er lässt sich Zeit. Ich habe keine Angst vor dir. Ich sag's dir so, wie es ist, mein Freund. Ich muss dich nur erstmal wieder lesen.
her. Hatte keine Ausdauer. Aber ich war so cool und bin hier jetzt noch zum Feuer gerannt. Genauso mache ich das jetzt auch noch einmal. So, mein Freund, willst du erstmal herkommen? Okay, den machen wir jetzt, den Junge. Klar. Aber ich lock den wieder zum Feuer, Leute. Dann könnte ich natürlich das Parieren auch mal üben. Kommst du? Uhu. Doch genau, du. Das ist mir doch absolut klar. Der ist so leider ziemlich schnell unterwegs, der Junge. La 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 la. Tanzi, Tanz. Wie ist denn das? Kommst du nochmal? Hat er jetzt aufgegeben? Das Schwein? Im Leben, nee. Hallo? Gott, dieser Gang, ey. Ist ja übel. Kommst du? Alter, warum lässt du dir so Zeit? Du erschrickst mich doch gleich. Ich seh's da wieder kommen. Hallo? Hä? Wo ist denn der hin? Leute! Was ist denn das? Leute! Wo ist denn der? Kommt der jetzt wieder hier hoch? Oh Gott, der kommt. Wo ist denn der hingegangen? Gott, der macht übel Damage. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal... Okay, der macht doch so einen krassen Move. Will nie hier kämpfen. Komm mal bitte mit. Kommst du? Hey, wo war denn der jetzt gerade, Leute? War ja richtig gruselig. Leute, ich lock den hier raus. Ich sag's euch. Mir absolut egal. Kommst du nochmal? Komm doch, ich will den nur laufen. Alter, der will mich da wirklich verarschen, oder? Ja, jetzt ist der wieder weg, Leute. Guckt euch das an. Leute, das ist so gruselig. Oh, jetzt ist der da. Scheiße, Leute. Ich verstehe es nicht. Wo geht denn der immer hin? Ich muss hier oben kämpfen. Es bringt nichts. Ich will nur die Seelen nicht verlieren, Leute. Ihr wisst doch, wie es ist. Und der hat auch Leben verloren. Aus irgendwelchen Gründen. Alter, macht der Damage. Au. Gott. Kommst du? Ich will jetzt mal genau sehen, wo du bist. Da komm doch. Jetzt kommt er. Jetzt haben wir ihn. Alter, wo ist der hingegangen, Leute? Ist doch nicht normal. Alter! Ich hab doch geblockt. Alter. Ich schaff den nicht, Leute. Der ist krass. Der ist richtig krass, der Dude. Würde halt gerne mal hinter den kommen, aber irgendwie kriege ich den nie geblockt. Guckt euch das an. Kriegt den nie geblockt. Der ist zu krass. Der ist richtig krank, der Dude. Oh, das hat er mal Alter Schwede, was ist denn mit dem los?
Aber ich hab den doch immer schön geblockt, den Junge. Ganz komisch irgendwie, Leute. Scheiße. Nimm mal jetzt. Ist nicht so richtig. Nimm mal das andere Schild. Guck mal, ob das irgendwas bringt. So, du bist ja auch immer da hier. Ja, wieder vergessen. Okay, irgendwas stimmt mit dem Ritter näher. Er trollt mich. Und schlag den hier runter, Leute. Sag's euch. Wir machen das ja schön gemütlich, die Nummer. Er muss jetzt sterben, der Mann. Jetzt kriege ich die Blockung wieder hin, Leute. Guckt euch das an, mein Hüllenschild. Bringt irgendwie nichts gegen den Herrn. Er hat ein cooles Schwert, der Boy, ne? Okay, jetzt war wieder irgendwas falsch. Fehler. Oh Gott. Ich glaub's nicht, ey. Mich mal ganz kurz was trinken lassen. Gut, ich hab den. Scheiße. Hey, Alter. Bist du ein Schwein? Ich hab den, die Leute. Ja, durchbricht immer mein Schild. Aber wieso? Macht er das? Kann das sein? Irgendwas haut hier nie hin, Leute. Ist schon echt stark, der Mann. Aber dadurch, dass ich die anderen mit denen immer so schön tanzen konnte, habe ich jetzt nie gedacht, dass das jetzt so ein Riesenproblem wird. Aber wenn der mir die Schilddeckung weghaut, ist ehrlich gesagt nicht ganz so witzig, die Nummer. Bin ich auch ganz ehrlich. Vielleicht habe ich zu wenig Ausdauer. Aber ich habe es doch jetzt auch kontrolliert. Und da sah das meine. Kann das sein, dass der immer hier runter geht? Zu den Ratten? Leute. Scheiße, ey. Oh Gott. Kommt er doch, oder? Der muss jetzt kommen. Besser. Ja, jetzt habe ich den geblockt, den. Und da war es vorbei, weil irgendwas nicht hingehauen hat. Aber ich nutze wieder die Power des Brunnens. Roll weg. Okay, der haut mir halt richtig krass die Ausdauer weg, Leute, ne? Merk's. Oh mein Gott, das ist ja der schlechteste Kampf bisher. Ach, je, ist der krass, ey. Der ist mir echt so krass, der Junge. Gott, ich habe jetzt schon fast alle Estus verrammelt. Gott, ich hab Schiss. Ich hab viel zu viel Schiss vor dem. Shit. Der ist zu krass. Der ist wirklich zu krass, Leute.
Warum ist denn der so krass? Oh, Alter, der ist zu krass. Okay, ich glaube, ich schaff den nicht, Leute. Ich schaff den einmal nicht. Okay. Doch mal parieren üben jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Okay, na so am besten nie, würde ich sagen. Okay. Weg. So, ich kann nichts mehr trinken, ne? Ich Idiot. Okay. Parieren ist einfacher. Ich merk's. Aber ich habe das Bonfire nie aufgewertet. Und somit haben wir ein Problem. Ja, aber. Den hole ich mir, den Boy. Den hole ich mir. Ganz klar auf Fall. Parieren, Leute, parieren. Okay. Okay, Leute, es geht los. Lass mal du bitte. Oh. Ich brauche ein bisschen mehr Platz, Leute. Ist mir zu eng da oben. Oh, lieber Ritter, kommst du? Komm doch. Wie gewohnt ist der wieder am Start. Geh mal lunzen, dass wir den schönen Drigorino machen. Gemütlich kommt er seinen Turm empor. Jetzt ist, Leute, ist der jetzt wieder hier weg? Nee. Nee, guckt mal, hier ist ein Bug, Leute. Hier ist irgendwo ein Bug. Der packt sich hier irgendwo fest. Gott, das ist gruselig. Leute. Leute. Ist der jetzt gestorben? Natürlich ist der jetzt gestorben. Leute, ey, wirklich. Ohne Scheiß. Das ist doch nicht normal. Was ist denn das heute für eine Folge? Und sind die Jungs? Leute. Ich wollte doch jetzt parieren. Ihr habt es da alle gesehen, dass ich das wollte. Scheiße. Aber irgendwo ist der fest. Ich sage, mir kam das auch komisch vor. Ist der da jetzt irgendwie. Ständig weg war der Junge. Dumm, ey. Wo hat er sich festgebackt? Oder eher hingebackt? Weiß es nie, Leute. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Wirklich nie. Moin. So, bitte herkommen. Okay. Nun gut. Haben wir die Kisten schon mal weggeholt? Ja. Ehrlich. Hier noch was? Doch, verdächtig aus. Die Struktur. Leute, er.
Das war ja echt eine witzige... Oh! Will ich vergessen, den Mann? Das... Also ich kann mir das mit dem Loggen nur so erklären, dass... dass den sein Schlag meine Ausdauer so runtergeballert hat, dass ja, dass beim zweiten Schlag so gesagt meine Ausdauer auch komplett weg war und somit der Schlag dann direkt durchkam, weil ich den hätte gar nicht mehr blocken können. Ja, da musst du aufpassen. Wir kennen den Herrn doch. Achtung, warum mache ich das? Okay, ich konnte es aber noch abwenden. Okay, was hast du denn am Start, mein Freund? Balderrüstung. Was geht bei der eigentlich? Mal reinlunzen. Balderrüstung. Okay, Balance ist besser, Blut und Gift ist schlechter, Robustheit ist besser, Gewicht ist höher. Deswegen nehme ich das näher. Den Kollegen würde ich aber noch machen. Hallöchen. Okay, ja. Sehr schön. Okay, cool. Hier musst du aufpassen. Die sind noch Jungs. Kommst du? Damit mich der Armschutz... Armschutz, da war es wieder, Leute. Wieso sage ich immer Armschutz? Armbrust, Mann. Armbrustschütze. Wie ist denn du hin? Ist ja nur wirklich keiner, Junge. Ah, dass der mich nie bekommt. Leute. Kann's immer noch nie glauben jetzt mit dem Schwarzritter. War echt witzig jetzt, muss ich sagen. Oh ja, ist so ein doofer Kampf, ey. Aber irgendwie hat's auch Bock gemacht, wenn ihr mich fragt. Jo, können wir nochmal aufsteigen? Nee, aber wir haben doch bestimmt noch einen Shaggy Jackson, oder? Komm. Hier haben wir doch den Spaß. Guck mal hier rein. Namenloser Soldat. Benutzen. Zur Not hole ich mir noch ein paar Pfeile. Ah, prima. Das hat ja wirklich gepasst. Nicht gut. Und vielleicht sollte ich jetzt wirklich nochmal ein bisschen Kondition machen, oder? Wie ist das? Aber eigentlich will ich natürlich am liebsten Katana-mäßig richtig durchstarten. Und deswegen mache ich das natürlich auch. Okay. Hack. 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 Und von den Rest hole ich mir noch Pfeile. Beim guten André. Moin André, was geht? Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Jetzt mal würde ich noch mal kurz gucken. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich irgendwie Daymore wollte ich mir vielleicht auch mal angucken, dass man irgendwie mit Glut und so die Waffen noch mal verbessern konnte. Denn ich hoffe, dass ich meinen Katana ja auch noch mal über Level 5 kriege. Ausrüstung umwandeln zum Aus... Umwandeln und Ausrüstung wird eine Spezialglut benötigt. Da haben wir doch die Frage schon beantwortet bekommen, würde ich sagen. Sehr schön. Pass mal auf, André. Gib mir nochmal ein paar Standardpfeile. Danke dir. Und... This is the old church. It
was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to two forbidden plains, Sen's Fortress and the Darkroot Garden. They attract all sorts of lunatics, no one as cultured as yourself. It's fine to be undead, but keep a level head, eh? Yeah. Sen's Fortress is an old proving grounds built by the ancient gods. It is the only route leading to the great Anor Londo. Of course, most fools can't even find their way into that fortified death trap. But they won't stop trying. Take that bumbling Saranyan. Ja, wir erinnern uns ja genau, der Zwiebelritter, der vor der Festung saß, den ich beim letzten Mal angesprochen habe. Von der Festung hat er jetzt gerade geredet und ich finde es schön, dass er auch nochmal so ein bisschen Infos gibt. Ein göttlicher Schmied. Okay, es kommt irgendwie kein Sound mehr. Redet er irgendwie nicht mehr? Okay. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich das Spiel verbuggt habe, Leute. Wäre richtig unangenehm jetzt. So, hier gab es nichts mehr, ne? Für uns. Also ich weiß eigentlich auch nicht hundertprozentig, weil ich glaube ich auch gar nicht durch gelunzt habe hier, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Hinten? Nee, ne? Okay, einfach mal wieder wahllos gegen die Wände hauen. Würde ich sagen. Verdächtig, wenn ihr mich fragt. Hier vielleicht? Ja, du? Ja. Ja, dann komme ich dann doch zu meinem ursprünglichen Plan wieder zurück. Genau, Finsterwurzgarten. Weiß, dass es da noch einen Weg geht. Ich bin ja zur Hydra runter. Achso, ja, sorry, vergessen den Boy. Schnetzeln. So, stimmt. Und ich wollte ja eigentlich auch so ein bisschen Moos plündern noch. Da ist er nämlich. Lila Moosklumpen. Den ich brauche. Für Giftresistenz oder um Gift zu heilen. Und die haben auch alle was dabei hier, die Jungs. Herrlich, gib mir das. So, hier bin ich ja lang zum Dings. Zu Hydra. Sagt. Und dann würde ich jetzt mal den Weg hier lang gehen. Schön auch ein bisschen lunzen. Leute. Hier oben, wo mal runter kannst. Oben sehen wir schon Item leuchten. Muss ich ja irgendwie noch hinkommen. Aha, Baum in Sicht. Nicht mit mir. Oh Gott, kommt gleich eine raus gehüpft. Alter, hat er mich erschrocken, ey.
Frag. So. Blutroder war gegen Blutung. Oh, ich mag das hier zu sein. Die Sicht ist natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn ihr mich fragt. Aber dieses Verwucherte und so ist schon echt schön gemacht. Ich mag das. Wälder sind ja eh so mein Ding, ne? Und hier eigentlich. Klatsch. Okay. Ja, genau. Das ist diese Tür, die ich beim André, dieses Wappen, was ich da kaufen kann, Artorias Wappen. Das ist diese Tür hier. Habe ich damals, glaube ich, nie gemacht. Und ich erinnere mich, Leute, dass hier ein Bonfire war. Genau. Die Frage ist, fahre ich das, Leute? Ach kommt, ich mach das einfach. Scheiß drauf. Gar nicht lange fackeln. Ich meine, dafür haben wir ja den Bums. Denn ich kann mich erinnern, dass der Finsterwurzgarten nicht ganz so witzig war. Der war schon schwer. Also die Bäume kriege ich gut weggeschnetzelt, merke ich. Da fühlt sich fast das Katana eher wie so eine Machete an gerade. Aber ja. Da waren auch schon andere Gegner, ist klar. Okay, cool. Das Ressort gemacht, Lady Rollo. Ja, da könnte man natürlich überlegen, ob wir uns das kaufen gehen. War aber 20.000 Seelen, ne? Wo ich jetzt sagen muss, da bin ich noch nicht ganz so ready. Für das Nebeltor. Und hier? Ah ja, guckt mal hier, die Schweine. Seht's doch. Ohne mich, Leute. Das wisst ihr hier mal dein. Okay, hat ja richtig gut geklappt. Du, kannst du mal so einen Sprungangriff machen? Okay. Komm da. Netzeln. Genau, gib mir den Moos. Ohne Moos nichts los hier in Dark Souls. Was mit dir eigentlich? Ah, wie ich den gar nicht treffen kann. Geht das wirklich nicht hier? Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt, ach doch, ich habe den jetzt schon erwischt, Leute. Ihr habt es gesehen, ne? Ich verstehe, der Schlag halt nach unten. Alles klar. Naja, das sollte halt eine schöne Falle sein, ne? Pass mal auf, genau, das habe ich mir schon gedacht. Nur dadurch, dass Dark Souls mir gerade schon gezeigt hat, dass die aus dem Boden rauskommen, habe ich das Spielchen schon erkannt hier. Ohne mich, Leute. Ohne mich. Okay, wir streiten durch den Nebel. Da steht auf.
der macht irgendwas. Oh Gott, er hat mich verlangsamt, der Tod. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Pizza! Shit! Okay. Shit, ey. Okay, alles klar. Das ist, glaube ich, eher wieder einer fürs zweihändig spielen, Leute. Ganz klar. Fall, ey. Naja, das ist mir absolut klar. Okay, Leute. Dann würde ich vorschlagen, würde ich beim nächsten Mal da nochmal hingehen und mir die Seelen zurückholen. Es waren bestimmt wieder fast 1000. Und ich brauche doch jede Seele, damit ich stark werde, Leute. Für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zugucken und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es ab in den Insta-Wurz-Garten geht. Schöner Begriff. Bis bald, Leute. Macht's gut. Tschüss.